Beim letzten Mal habe ich mein Ziel bei einer Yoga-Stunde zu hart gedient. Tun das Bein ans andere Bein, nur so umgeknickt und dann schön die Arme hoch und dann noch angefasst. This is a view to die for. Okay, und jetzt runter mit Ihnen. Na? Fühlen Sie sich besser? Und mein Ziel zu lange operiert. Die Funktionsstörung. Ich kann ihn töten jetzt. Geil. Oh, tipp mal ein paar Tasten an. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hitman. Und heute geht's nämlich nach Hawkeye's Bar, aka Neuseeland. Ja, das ist der Anfang von Hitman 2 und deswegen geht's direkt rein. Ich glaube, das ist nicht so ein ultralanges Level. Es gibt nicht mal eine Einführung, sondern irgend so einen Text, den ihr euch jetzt gerne durchlesen könnt, aber ich werde es nicht machen. Startpunkt Boot, ja. Nehmen wir mal keinen Dietrich mit. Lassen wir das mal einfach aus. So. Wir nehmen mal so eine Pistole und rein da. Einfach mal rein. The story so far. Agent 47 and his handler Diana Burnwood are the world's top assassins working for the ICA. When all of their recent missions turn out to be contracts for a shadow client, things take an unexpected turn. All their targets have been operatives in an invisible organization known as Providence. Providence has infiltrated the highest echelons of power and secretly owns our world. The Shadow Client wages a silent war against them. And so the Constant, Providence's enigmatic controller, seeks Diana out. His request, track down and eliminate the Shadow Client. In return, he offers something irresistible. The truth of 47's lost origins. Neither know that the man they hunt is 47's childhood friend. And unlike 47, he remembers everything. Sein Kindergartenfreund oder sein Bruder? Das ist jetzt die Frage. No hostile presence. Understood. Alma Raynard's house is just up the beach. Our intel indicates that she and her team are laying low, most likely planning the militia's next strike. Raynard is one of the Shadow Clan's top lieutenants, and yet she's not a target. Not yet, anyway. She's no doubt high on our client's list, but for now, it's information we seek. Infiltrate the house and get us a lead on the Shadow Client. Up for some B&E, 47. On my way. Okay. Da ist so eine Raynard, die anscheinend auch so eine Providence-Mitglied ist, aber wir brauchen erstmal Informationen. Und dann werden wir mal gucken, wahrscheinlich werden wir doch diese Raynard ausschalten, so wie ich das Spiel kenne. Er ist kein großes Level, das merke ich. Deswegen werden wir heute sehr, sehr viele Optionen suchen, unser Ziel schön auszuschalten. Verborgen. Ja, okay, jetzt erklär mir mal nicht das Spiel. Ich weiß schon, wie es geht. Also man kann sich hier einfach hinhocken und dann ist man für die KI erstmal ein bisschen unsichtbar, auch wenn das keinen Sinn macht. Und da oben ist eine Kamera. Ich weiß auch, was verborgene Objekte sind. Warte. Scheiße. Jetzt. Jawohl. Good aim. Now, gut gezielt. Das bezweifle ich. Provider, the house is equipped with multiple cameras placed around the perimeter. I suggest you get rid of them, 47. Würde ich ja auch machen. So Kameras hinstellen, weil nicht, dass hier irgend so ein Verbrecher gleich kommt. Auch wenn das Haus mitten im Nirgendwo ist. Man weiß halt nie.
Also das ist auch ein schickes Haus hier. Ich habe mal diesen Schraubendreher mal mitgenommen. Man weiß ja nie. So, oder ist schon meine Kamera? Ja, warte mal, kann ich da rein? Ah ne, das sah so aus, als wäre es offen. Okay, ja, alles schick. Hier ist noch eine Garage. Verteilerkasten. Ja, ich weiß auch, was unerlaubte Aktionen sind. Da wurde ich schon mal entdeckt. Okay, dann schließen wir den mal kurz. Passiert denn nichts? Wie es direkt öffnet. Bodies. Male and female. Early 30s. Executed. I see them. Poor bastards. Looks like Reynard's grisly handiwork, all right. She was never shy about collateral damage. The owners? Don't think so. The house is registered to a non-existing environmental NGO. This feels more like identity theft. Like you, Reynard is known to use disguises. Keep looking, 47. Nothing we can do for these people now. Geheimdienstdaten, okay. Sie haben Infos entdeckt, egal ob sie sich wichtigste Strategien, Informationen oder Hintergrundwissen über Ziele und Schlüsselfiguren handelt. Das Sammeln solcher Daten vertieft ihr Verständnis der Welt. Klicken Sie einfach voran. Ja, das wissen wir auch schon. Okay. Ja, also die gute Reynard hat mal ein paar Leute hier hingerichtet. Das waren nicht die Besitzer. Ich dachte, okay, das waren die Leute, die das Haus gekauft haben. Dachte ich erst, aber das sind wahrscheinlich einfach nur irgendwelche Mieter. Und der eigentliche Vermieter ist irgendwo anders. Und hier ist Chloroform. I wouldn't put it past them. The Shadow Client is nothing if not industrious. Why is he doing this? Clearly, he has an axe to grind with Providence. Big enough to surround himself with murderers and terrorists. Big enough not to care who gets hurt in the process. He believes he's doing the right thing, I suppose. Just like everyone else. Gott, oh Gott, was machen die hier für komische Sachen? Okay, hier haben wir noch eine Autobatterie. Ich glaube, das ist halt einfach nur so ein Tutorial-Level, aber trotzdem nehmen wir das ja mit, weil... wegen der Story halt. Warum ist der Fernseher hier noch an? Was kann ich hier machen? Ah, Jalousien erstmal zumachen. Würde ich natürlich machen, damit die Ziele, also ich glaube mal, hier kommen noch Ziele, uns nicht direkt sehen. Deswegen machen wir hier alles zu. Da vorne kann ich irgendwie nichts zumachen. Projektor auch mal ausmachen, damit hier nicht gleich Alarm geschlagen wird. Looks like research reports. Berlin, Shanghai. Every major militia strike since Thomas Cross's kidnapping. Looks like Reynard had a hand in all of them. All in the past, I'm afraid. Keep looking, 47. Gut, ein paar Anschläge wurden da notiert. Oh, hier ist doch ein Schlafzimmer. Ist aber nicht gut hingerichtet, also müsst ihr noch ein bisschen gerade biegen. Hier haben wir noch ein Badezimmer, fick. Meine Roomtour, also hier ist mein Schlafzimmer, hier ist das Wohnzimmer. Okay, hier ist mein Büro. 47, that computer. See if you can't access it. Bezweifle ich. Encrypted. Assuming there's a key, Reynard wouldn't just leave it lying around. Wait. According to the floor plan, the room you're in should be a lot bigger. Ich krieg meine Map. There might be a concealed space behind the wall. Check for hidden panels, 47. Ein Geheimgang. Ist interessant. Und da können wir direkt die Kameras ausmachen. Gibt's ja nur zwei davon. Nicely done, 47. Report on tape, the last thing we need. Die haben sie aber echt bereit gemacht. Digga. Okay, was haben wir hier noch? Appears Reynard's cell is launching another strike. Those are sewer maps of a residential area in Wellington. Well, there's nothing we can do about it now. Our priority is the Shadow Client. Ich hab mir mal hier ausgerüstet. Here we go. For the office computer. Die schräg auch noch. Okay, warte, wir machen noch zu hier, damit keiner es sieht. So. Und Computer durchsuchen. I'm in. Hurry.
I'm detecting movement up the road. A motorcade, possibly Reynard's. Uploading the data. Hold on. Receiving it now. Nothing on the Shadow Client or the other cells. No names, no aliases. I doubt she even knows whom she's working for. Wait, here's something. A message from Robert Knox of Kronstadt Industries. And by the sound of it, he's a Providence operative. A defector. Well, well, well. Client won't like this one bit. And you can't wait to tell him. They're back. Multiple hostiles. I see them. Damn. Okay, we've got all we're going to get. Go to stage 2, 47. Eliminate Reynard, and preferably without raising suspicion. One step ahead of the Shadow Client for once. Let's keep it that way. Ugh, thought this night would never end. What a snob fest. And I even missed out on the action. I'm sorry you had to endure all that free champagne and cello music, Orson. What can I say? You really took one for the team. Yeah, well, I say stick to what you know. Da ist die Alma. Ich weiß nicht, warum wir die jetzt killen müssen, aber wir müssen's. So, ich denke, wir holen uns erstmal eine Verkleidung. Ich mach mal jetzt unerkannt. Ich kann nicht reden. Einfach lautloser Killer sein. Wie wir es versucht haben bei Sapienza. Hat es aber nicht so ganz geklappt. Da ist so ein Typ. Sieht das, wenn ich jetzt die Leiche hier runterschmeiße? Das ist jetzt die Frage. Ach, kacke, ich eliminiere ihn direkt damit. So, nehmen wir noch die Waffe hier mit. Jetzt ist die Frage, was können wir machen? Die ist da unten. Redet da irgendwas? Können wir irgendwas vorbereiten? Ich könnte Rattengift mitnehmen und dann sie kotzen lassen. Ich weiß, was Rattengift ist. Oh, could you fix me a cup of tea? Sure thing. You want sugar? Honey? Sugar. No problem. Ich kann das Zucker vergiften. Schnell. Fuck! Okay, ja, gut. Ich hab's nicht gemacht. Wait, Limpet, aren't you supposed to be on patrol with Star? Was? Limpet? Ich heiße nicht Limpet, sorry. Ja, umziehen. Kommt die jetzt hier hoch? Ah ne, die scheißt jetzt hier auf. Okay, mach mal dein Essen da. Dann freue ich mich, wenn du... Aber wo ist die Toilette? Sie muss ja irgendwo kotzen. Und jetzt warten wir mal, bis die... Oh, hier ruft jemand an. Kiora, Ari from Kiwi Repair here. Don't know when you folks are back in town, but give me a shout so I can swing by and fix that pesky bathroom ventilation system for you. I can't have the whole house smelling of nail polish now, can we? And anywho, like I said, just give me a shout. That's Ari, the repair guy. Das können wir ja später mal machen. Also später, noch in dieser Folge. Wenn wir ein zweites Mal sie versuchen zu killen, dann können wir sie mit der Lüftungsanlage vergiften. Das ist ein guter Plan. Und jetzt warte ich mal, bis die mal ihren scheiß Tee trinkt. Oder Kaffee. Oh, sie hat gerade getrunken. Okay. Ich habe kurz diesen Typen hier mitgenommen. Kommt sie jetzt? Ja, sie kommt. Jawohl. Ich habe sie genau da, wo ich sie wollte. Und jetzt gibt's Kotztime. Kotztime. Uhu. Du stehst genau richtig. Und rein in die Suppe. Na, schmeckt's? Ich hoffe schon. Lecker, lecker. Herausforderung. Ja, ich weiß, was Herausforderungen sind. Ist ja interessant. Okay, und dann verschwinden wir mal. Hier vorne ist eine Wache. Ich gehe einfach an die vorbei. So einfach ist das. Easy. The Mercs have discovered your boat, 47. They're on high alert, combing the beach for intruders. Proceed with caution. Oh ja, ich seh's. Soll ich mit einer tollen Ablenkung sie wegscheuchen? Wie die hier auch stehen. Vor allem, warum untersuchen die bitte das Gebiet?
Warum drehst du dich genau jetzt um? Du Bastard. Ich ab hier. So. Verbrechen wurde bemerkt. Ja, gut. Ich war nicht schuld. Ich habe noch eine Granate. Komm mal. Weitwurf üben. Scheiße. Normal. Da hat's geknallt, Leute. Schnell, schnell, schnell. Jawohl, da bewegen sie sich. Vor allem, wie sie mich überhaupt nicht bemerken, Digga. Die laufen einfach an mir vorbei. Ach, kein Problem. Du kannst gehen. Und tschüss, Leute. Und Ende! Laufen! Geil! Has given us carte blanche. Hunt down the militia by any means necessary. A week ago, Providence was a threat. How did you swing the board? The board are practical people, 47. A blank check is hard to turn down. Besides, the Shadow Client's war on Providence is causing a global panic. Someone will need to stop the militia. Might as well be us. And the man on the train? Taking a contract for personal gain is against ICA regulations. Sodas would have been proud. Is that a sense of humor, 47? Whatever next? Crying at the movies? Why are you doing this? I know what it's like to have everything taken from you. He claims to know about your past. Your childhood, your memories, everything Ortmeier stole from you. And you trust him? About as far as I can throw him. But this is our best lead in 20 years. I say it's time we break a few rules. So, weil das, finde ich, ein bisschen zu kurz ging, machen wir noch nicht weiter mit der Story, sondern laden jetzt, ich weiß nicht, ob gespeichert hat. Ja, tatsächlich. Boah, super viel gespeichert. Ja, den Spielstand können wir eigentlich laden. Und dann machen wir ein paar andere Herausforderungen. So, wir haben noch ein paar Attentate, meine Güte. Eliminieren Sie Alma Reinhardt vom Dach aus, wenn sie in ihrem Panic Room ist, okay. Eliminieren Sie Alma Reinhardt, indem Sie das Lüftungssystem vergiften. Das will ich machen. Ihr Lüftungssystem vergiften. Können wir noch 10 Personen mit einem Katana oder einem Schurken ausschalten? Eliminieren Sie ein Ziel mit einem Katana, während Sie Ihren Anzug tragen. Aha. Eliminieren Sie 5 Wachen mit einer Schrotflinte, ohne entdeckt zu werden. Werden Sie entdeckt, wird der Zähler zurückgesetzt. Stellen Sie jemanden mit einem Aquarium. Okay, gibt es schon richtig geile Möglichkeiten. Meisterleistung. Eliminieren Sie einmal, nehmen Sie durch das Fenster über dem Bett erschießen, während sie schläft. Alter, versetzen Sie Orson Whiskey mit einer tödlichen Dosis Gift. Okay. Ist der Typ Orson Whiskey oder meinen Sie das Getränk Whiskey? Okay, ja, hier labern die. Hier haben wir einmal das Lüftungssystem für wahrscheinlich den Panic Room. Oder? Kann ich das hier aufmachen? Ich kann wahrscheinlich drauf schießen und dann geht das auf.
Es sieht sehr aus, als wäre das für das Panic Group. Und da hinten ist wahrscheinlich für... Aber welchen Raum ist denn das? Badezimmer wahrscheinlich. Genau, Badezimmerbelüftung. Dann... Hä, warte, wir machen noch nicht rein. Vor allem, ich weiß noch nicht mal, gibt es nicht irgendwie tödliches Gift, was ich da rein schleusen kann? Oder gibt es nur dieses Chloroform? Ich such mal. Aha, ich wusste doch, die hat ja irgendwas versteckt. Sogar ein Joint. Ja, die Alte mag es wohl auch noch zu rauchen. Noch ein Grund, sie zu killen. Ich hasse einfach Leute, die rauchen. Wirklich, es bringt doch einfach nichts, außer sich zu befriedigen. Aber man schadet sich so sehr und man schadet sogar die anderen, wenn man zum Beispiel in einer Familie ist und dann sich da kippenweise, also wirklich so richtig viele sich holt und dann hat man kaum Geld, weil man halt so viele kauft und dann ist die Familie am Arsch und so und so. Wirklich, rauchen ist einfach nur scheiße. Ist auch egal, welche Zigarette oder welche E-Zigarette, es ist scheißegal, es ist alles scheiße davon. Selbst bei einem Joint würde ich sagen, dass es kacke ist. Gut, dann warten wir mal, bis die beiden... Ach stimmt, die beiden kommen ja dann da rein. Egal. Lautloser Killer werde ich sowieso nicht. Warten wir einfach, bis die da im Badezimmer sind. So, da kommen die beiden endlich mal. Und jetzt ein bisschen tödliches Gift. Hey Bruder, ich habe nichts gemacht. Warte. Schnauze! Okay, währenddessen stirbt sie da. Und der Typ will nicht aufhören, mich die ganze Zeit versuchen abzuschießen. Nein, ich habe keine Muni mehr. Scheiße. Ich brauche eine schallgedämpferte Waffe. Mann, der kriegt da halt. So. Muss er nicht umfallen? Fuck. Wir laden. Okay, ich habe noch was herausgefunden. Man kann sie nämlich noch killen, wenn sie schläft. Also, sie schläft. Und dann erstickt man sie halt beim Schlafen. Das klingt echt brutal, muss man ehrlich sagen. Das würde halt eher so Pädophiler machen. Doch, der Hitman, ach, der will doch nicht sowas machen. Gut, jetzt kann ich wieder 6 Minuten warten oder noch länger, bis die mal zu ihrem scheiß Bett kommt. Also, bis gleich. So. Die beiden sind am Schlafen. Hat jetzt keine Ewigkeit gedauert. Hallo, mach deine Augen zu. Erstick. Ja, stört bitte leise. Target down. Well done, 47. Now get off the property. So ist gut. Warte, wir müssen es noch realistisch machen, damit der... Damit der Orson sich so denkt, ah, Hilfe! Ja. Und in ihre Titties. So ist gut. Das nehme ich mit. Hausschüsse nehme ich auch mal mit. Und tschüss. Okay. Dann war es erstmal hier mit Hitman. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao! Ja, ich weiß, wer es kompromittiert ist. Mann, meine Leertaste. Ciao. Okay.